Wo ist jetzt hier der Fehler, den manche Muslime machen? Manche Muslime, ja, was machen sie? Sie machen freiwillige Taten, aber die Pflichten unterlassen sie. Gerade hat mir ein Bruder erzählt, der war bei der Umrah gewesen. Da ist er im T-Shirt rausgegangen. Er wollte abends noch mal, wo praktisch nichts mehr los war, wollte er in Ruhe noch ein bisschen spazieren gehen, in Medina. Da kam dann jemand zu ihm und fing an, zu ihm zu erzählen, ja, warum läufst du hier im T-Shirt rum und so weiter? Wir sind hier in der Stadt des Propheten. Es ist überhaupt nicht verboten, im T-Shirt rumzulaufen. Ja? Und er selber hat den Bart rasiert, hat die Hose lang. Wir reden nicht schlecht über Leute, aber was ich damit sagen will ist, er hat sich selber, oh, das ist ganz wichtig, dass ich hier rumlaufe und habe eine Mütze an. Ja? Aber den Bart hat er rasiert. Oder Leute bezahlen anderen Leuten, die Hatsch fahren, aber nicht selber zur Hatsch. Obwohl sie selber zur Hatsch fahren können. Oder Leute legen super viel Wert auf die Freiwilligengebete. Mashallah, tabarakallah. Aber bei den Pflichtgebeten sind sie im Turbo-Modus. Und es ist Pflicht im Pflichtgebet, beziehungsweise in allen Gebeten, ja, dass du Khushu hast in den Gebeten. Das heißt, er vernachlässigt eine Pflicht. Das heißt, er sagt sich, oh, wacht mal, ich habe 10 Minuten Zeit zu beten. Ich muss 4 Rakats vor Dhuhr beten, 2 Rakats nach Dhuhr. Und dann macht er alle Rakats so. Was wäre besser gewesen, wenn er die Pflicht richtig vollzogen hätte und das Gebet richtig durchgeführt hätte, in aller Ruhe? Oder Leute beten Tarawih-Gebet im Ramadan, aber die Pflichtgebete beten sie nicht. Haben wir alles schon gehört. Und das ist ein, das zeigt falsches Verständnis von der Religion, subhanallah. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.